So, hallo zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, ich dachte, ich beende dieses Mal den Tag, indem ich noch ein paar Kommentare von euch beantworte. Ich bin immer noch bei 3 Wochen, wie ihr seht, ne? 3 Wochen. Ich komme nicht drüber. Ist der Hammer. Ja, gut. Heute war es zum ersten Mal richtig, richtig heiß. Wir hatten hier 31 Grad. Zum Glück habe ich mein Büro Parterre, von dem her ging's. Ja, aber die nächsten Tage soll es hier bis 33 Grad hochgehen und dann irgendwann Ende der Woche wird es auch noch schwül. Puh, da graut's mir immer davor. Ja. Also von dem her fleißig gewesen heute und jetzt belohne ich mich mit euren Kommentaren. Wir machen weiter hier mit Paläontologie für Anfänger, das war der nächste. Hat zum Carnotaurus von Rebore geschrieben, geil, vielen Dank, den werde ich mir holen. Der Carnotaurus ist bei weitem die geilste Carnotaurus-Figur. Okay, na dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß damit und Grüße. Deutschritter hat zur Papo-Schnecke geschrieben, habt ihr auch seit einer Weile, mag das Modell wirklich. Rupi, bei uns ist alles voller Schnecken. Seit kurzem habe ich auch einen Garten und muss da fast auf Zehenspitzen laufen bei den Massen. Mit und ohne Haus, alles dabei. Mehr erfahren. Oh, da kommt noch einiges. Ich passe da immer auf, keine zu erwischen. Und Wespen, Rupi, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Wespen bei uns in den Gärten hausen. Ja, nicht nur bei dir, mein Lieber. Allein im Nachbargarten beim Bruder 5 Nester, okay, das ist dann doch vielleicht ein bisschen viel. Wenn man da immer rumläuft, okay, ich meine, eigentlich tun sie einem nichts, aber wenn man halt da in der Nähe werkelt, ist es nicht wirklich angenehm. Also da würde ich aufpassen. Und wenn es zu viel wird, unter Umständen jemanden anrufen, der euch die Nester da irgendwie entfernen kann, ne? Also wir hatten letztes Jahr, vorletztes Jahr war's, wir hatten direkt auf dem Balkon, an der Garage, da wo man eigentlich immer sitzt, wir haben so einen kleinen Wintergarten an der Garage dran und genau da ist ein Wespennest drin gewesen und das eigentlich schon das ganze Jahr. Du merkst es eigentlich nie das Jahr über, ja? Aber wenn es Herbst wird und sie fangen ein bisschen an zu spinnen, ja, wenn sie dann wirklich anfangen, über alles herzufallen und sie sterben dann ja auch letztendlich, ja, außer die Königin, die verlässt dann irgendwann das Nest und lässt eigentlich ihr Volk alleine, ja. Und da drehen die halt gleich durch und ja, wenn du Pech hast, du wirst hier von zig Tieren gestochen, ohne dass du irgendwie was machst, ja. Weil sie halt irgendwo überall reinstechen wollen und das ist nicht witzig, ne? Also von dem her würde ich aufpassen. Also, allein im Nachbargarten beim Bruder 5 Nester, im neuen kleinen Schuppen, dem alten Schuppen daneben 7 Stück, bei mir 2 Stück im Geräteschuppen, Erdhummeln, ja, das ist ein anderes Thema. Erdhummeln gehen wahnsinnig gern in Rollläden-Kästen rein, ja, also die kenne ich auch gut. Unter meiner Laube Erdwespen am Zaun und unter der Laube Hornissen am Dach, alles voller Stecher. Wespen sind meiner Meinung nach wesentlich aggressiver als Hornissen. Aber ja, sollte man aufpassen, ne? Wenn du oder irgendjemand aus deiner Nachbarschaft oder von deiner Verwandtschaft allergisch sind gegen die Stiche, dann sollte man da was tun, ne? Bevor da was passiert. Ich wurde aber seit Jahren nicht gestochen. Außer letztes Jahr von einer Hummel. Ja, einer Hummel, die ich gerettet habe. Der Mittelfinger wurde fast doppelt so groß und einige Tage brauchte es, bis die Schwellung weg war. Von wegen, wenn Leute erzählen, dass die nicht stechen können. Doch, natürlich können Hummeln stechen. Früher hat man immer gesagt, Hummeln zwicken nur, aber das ist Bullshit, die stechen. Ich habe übrigens mit so Geschichten immer, als ich noch Gärtner war, in meinem allerersten Beruf, als ich noch Gärtner war, da bin ich immer gestochen worden und zwar von toten Wespen, Hummeln, Bienen und so weiter und so fort, die halt einfach tot zwischen den Pflanzen lagen. Das war übel, das kann ich dir sagen. Zum Glück bin ich 0,0 allergisch. Also wenn mich eine Wespe sticht oder eine Biene,
das brennt kurz und das war's dann auch. Also ich krieg da nicht mal großartig eine Schwellung oder sowas. Also da habe ich wirklich Glück, muss ich sagen. Wir hatten damals, als wir bei den Rittern waren, hatten wir jemanden dabei, der war extrem allergisch und der hatte immer so eine mehr oder weniger eine Halskette um den Hals, wo dann mehr oder weniger die Ampulle dran war, die man ihm sofort geben musste, wenn er gestochen wurde. Ja? Also es wusste eigentlich der ganze Verein. Und ja, zum Glück haben wir es nie gebraucht. Naja, ich hatte sie eine Weile in der Handfläche, damit sie sich erholt und wieder fit wird. Ich holte mir später etwas Hopfiges zu trinken. Sehr schön umschrieben. Dabei muss ich die Hand etwas ungünstig verengt haben beim Öffnen der Flasche. Da erfolgte der Stich. Danke für deine Geschichte, Deutschritter. Aber aufpassen, wirklich. Also wenn es zu viel wird, zu dicht... Ich meine, ich habe keine Ahnung, bekriegen die sich nicht unter Umständen auch gegenseitig oder so? Nein? Auf jeden Fall gebe ich dir jetzt mal einen Tipp. Du kannst da relativ einfach was dagegen machen. Es gibt künstliche Wespennester, die du aufhängen kannst. Ja? Die kriegst du für ein paar Cent in bekannten großen Online-Versandhäuser oder du nimmst einfach einen Karton oder einen Ballon. Aber Karton ist eigentlich besser. Umwickelst den ein bisschen, damit er so eine ovale Form kriegt. Du kannst auch eine braune Papiertüte nehmen und aufblasen. Und dann häng's einfach auf. Ja, Hauptsache das Ding ist braun. Häng's auf und du wirst sehen, du hast kein Problem mehr mit Wespen. So haben wir es gemacht. Ja, also du hängst quasi ein künstliches, simuliertes Wespennest auf. Und das sehen die, die fliegen hin, die gucken sich das an, aber sie werden da in der Nähe kein Nest bauen. Die bleiben weg. Ja, oder eben, wenn ihr halt irgendwo sitzt im Garten und öfters mal irgendwie was esst oder so, hängt die Dinger auf, ihr werdet Ruhe haben vor den Wespen. Sie bleiben nicht ganz weg, ja, aber sie sind längst nicht mehr so nervig wie ohne. Probier's einfach mal aus, nimm einen Karton, umwickel den ein bisschen, Hauptsache braun, häng's raus und beobachte mal, was passiert. Also bei uns hat's auf jeden Fall was gebracht, ne? So, dann machen wir hier weiter. Pablo, ich will nicht angeben, aber ich habe Bowser 5 mal besiegt. Ja klar, glaube ich dir gerne. Kommt aber halt auch drauf an, in welchem Spiel. Es gibt ja zig Mario-Spiele, wo Bowser mitspielt. Ne? In manchen ist es schwieriger, in manchen ist es ein bisschen leichter. So, Deutschritter hat auch kommentiert, das kommt... Ja, bitteschön, er schreibt es doch auch. Das kommt auf das genaue Spiel an. Beispielsweise auch den Schwierigkeitsgrad, falls einstellbar. Nintendo und Mario-Spiele bzw. die Mario-Reihe gibt es, seit ich denken kann, auf allen Nintendo-Konsolen durch die Bank, samt Ablegern Luigi, Wario, Yoshi, Donkey Kong und Co. Damals auf der NES haben wir das schon gezockt und das war nicht unbedingt leichter. Nein, das war es tatsächlich nicht. Neuere Spiele sind teilweise um Welten leichter als viele von damals. Das bezieht sich nicht nur auf Mario, eher allgemein. Ja, danke für deine Ergänzung. So, Pablo hat nochmal geschrieben, hey, kannst du die Emoji aus Aldi sammeln? Interessiert mich ein Scheißdreck. Pablo, interessiert mich ein Scheißdreck, aber... Ja, danke für die Anregung, ne? Komm, da kriegst du auch noch ein Herzele. So, Deutschritter hat zum Ceratosaurus geschrieben. Seltsamerweise einer der ganz wenigen der Schleichdinos, die mich seit langem mal irgendwie ansprechen. Ich fühle mich gerade wie in den 80ern, 90ern, als ich selbst als Kind noch im Dinosaurierpark Klein Welka war und eben diese Erinnerung fängt diese Figur ein, besonders der Kopf. Die Bemalung zwar nicht, da damals fast alles in einfarbigen Naturtönen dort zu sehen war, aber die Skulptur ist echt eine Zeitreise in die vergangenen Tage. Glaub, mit einem Repaint kann man die sich echt hinstellen. Apropos Zeitreise, Rebor, vielen Dank für deinen Kommentar, bringt gerade auch noch ein paar... Retro-Dinos raus. Die stehen eigentlich schon in den Startlöchern, also hier in Deutschland, und sobald ich die kriege, werde ich die auch vorstellen. Bin ich gespannt. Also ich werde mir zumindest einen davon bestellen, der gefällt mir recht gut, erinnert mich ein bisschen so an Ray Harryhausen und bin mal gespannt, wie sie den umgesetzt haben, beziehungsweise wie er dann in echt rauskommt, ne? So, jetzt muss ich mal direkt schön gucken. Dinosaurierpark Klein Welka habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, noch nie gehört.
Ich guck mal ganz kurz nach. Aha, der ist in Sachsen, wie ich gerade gesehen habe, ne? Ne, gönn doch hier in Sachsen, ne? Muss mal hinfahren. Gucken. Diene, gucken, ne, hier. Gönn doch, Herr Diene! Das werd's mal dünn hier. Sobald ich mal wieder ein bisschen länger oder weiter Auto fahren kann mit meinen Beinen, ja, wenn die endlich mal gut sind, werde ich es machen. Da mache ich hier eine Deutschland-Tour und will unbedingt auch einige Dino-Parks abklappern. Auf jeden Fall hier. Okay, ja, danke für den Tipp, ne? So. Detare Schabani hat geschrieben zum Schneewolf. Den habe ich auch. Ja, Glückwunsch. Nas Celal hat geschrieben zum Special. Kannst du ein Video über den Feeding Freeze in Dominus Rex machen? Eher nein, aber danke für die Anregung, weil der ist mir zu teuer. Ich mag den, der sieht witzig aus, aber ja, für das, was er machen kann, ist mir das definitiv zu teuer. Du kannst dem ein Stückchen Plastikfleisch ins Maul geben und nicht mal das hält richtig und that's all. Er macht, glaube ich, ein Geräusch, oder? Und die Augen blinken irgendwie, aber das war's dann auch. Also, nee, eher nicht. Wobei ich den tatsächlich witzig finde, ne? Dann habe ich hier selber was kommentiert, aha. Und ich habe mir nicht mal einen Daumen nach oben gegeben, ne? Könnt ihr mal sehen. Haha. So, Deutschritter zum Best Toy, ne? Qualitätsoffensive. Was hat er geschrieben? Hehe, der Rupi war wieder bei den Besten einkaufen. Ganz genau, du weißt Bescheid, ne? Den Besten im Westen. Sehr schön. So, Dambach Michael hat geschrieben, auch zu diesem Set, der Vulkan ist anscheinend noch das Beste am gesamten Set. Der Rest ist billiger Schrott, aber wenn der Vulkan richtig gut funktioniert, würde ich mir das Set kaufen, weil er wirklich klasse aussieht. Ja, der Vulkan funktioniert 1A. Du kriegst den Vulkan auch ohne die Figuren, ja, aber letztendlich kriegst du halt bei besagtem Laden den Vulkan zum gleichen Preis, wie wenn du ihn solo kaufst, plus die Figuren noch dabei und die Spielematte, ja? Also von dem her, ein Versuch war es wert, also ich bereue es nicht, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das Ganze auszupacken und auszuprobieren. Ob das Ding jemals wieder bei mir in Einsatz kommt, ich kann es dir nicht sagen, aber ich freue mich trotzdem. So, dann hier nochmal zum zweiten Teil, Dambach Michael. Das Set muss kaufen, aber nur wegen dem Vulkan. Wo kann man das Set kaufen? Und es wurde hier schon geantwortet von JSS. Den Vulkan kann man auf kaufen, das Set dort, wo es die anderen Best Toys Artikel gibt. Ich glaube, so, ich finde es toll, dass ihr euch da so helft. Aber ja, ihr wisst ja, ich kann es nicht sagen. Ich mache keine Schleichwerbung. Viele schreiben mich, wenn sie Fragen haben, und das ist auch der richtige Weg, per E-Mail an. Ja, weil ich kann es euch beim besten Willen oder ich möchte es nicht in die Kommentare reinschreiben. Nicht, dass mir irgendwie das Ganze blöd ausgelegt wird. Ja, also das einfach zu eurem Verständnis. So, Pablo hat auch zu dem Dinosaurier-Set geschrieben. Erster, ein echt schöner Spinosaurus. Freut mich, dass er dir gefällt und du bist Erster. Super. So, Pablo hat hier nochmal zu Best Toy geschrieben. T-Rex, ist okay. Ja, danke für deine Meinung. Christina Kreidler ebenfalls zu diesem Set. Als Kind wäre das der Hammer gewesen. Solch wertigen Figuren sieht man selten. Man weiß ja, dass die Dinos damals Gussnasen hatten. Bin mal gespannt, wie der Vulkan leuchtet und dampft. Also das macht er zuverlässig und ordentlich, ne? Grüßchen, Christina. Und sie hat nochmal geschrieben, der Vulkan ist ja klasse. Ah, okay. Dann hast du es ja mittlerweile schon gesehen. Wegen dem Vulkan lohnt sich das Set. Ein nettes Set für die kleinen Dino-Forscher. Und zu dem Preis kann man auch nichts sagen. Tolles Video. Jo, dankeschön. So, JSS hat geschrieben, echt lustiger Vulkan. Der macht dem neuen Schleichvulkan echt Konkurrenz. Den alten gibt es ja leider nur noch überteuert. Echt, ist ja so teuer geworden. Also ich habe bis heute noch nicht ausgepackt, weil ich einfach keinen Platz im Moment habe. Ne? Aber ich freue mich, das Ding mal irgendwann aufzustellen, weil ich finde den echt klasse. Also der ist schön im Gegensatz zu diesem neuen Ding da. Also da, das haut mich auch nicht weg. Ne? Also kaufe ich ihn nicht, aber der hier ist eine Überlegung wert. Als ich den neuen von Schleich gesehen habe, oh je. Ja, also ganz ehrlich, ich habe mir den Vulkan ein kleines bisschen größer vorgestellt. Ja,
Es wäre auch schön gewesen. Er ist nicht wirklich groß, aber ich habe es ja im Video abgemessen. Ich weiß gar nicht, waren es 15 oder waren es 18 Zentimeter? Also viel ist es nicht. Aber er funktioniert, er macht Spaß, das Ding ist klasse. Ich sage ja, mir hätte es noch besser gefallen, wenn diese Lavaspur, also dieser Lavafluss seitlich, wenn der noch geleuchtet hätte, hätte es noch besser ausgesehen. Vielleicht machen sie es ja mal in Zukunft, dass das irgendwie transparent machen. Und wenn das dann leuchtet, sieht es klasse aus. Safi Ayhan hat geschrieben: Ich habe einen Hai, aber keine Angst, nur so ein Spielzeug, da kann man seine Hand reinstecken. Das ist gut zu wissen, Safi. Pass immer gut auf deine Finger auf, ne? So. C-Zone hat geschrieben, auch zu dem Set: Und wie war der Live gestern von Patrick? Du meinst, wie der Livestream war? Du, ich habe nur ganz kurz reingeschaut. Aber du findest ja auf seinem Kanal. Grüßchen, C-Zone. So, Gerd Sölzer hat geschrieben zum Seefrosch: Da fallen dem alten Gerdi ja die Kulleraugen aus dem Kopf. Super Modelle. Ja, Gerdi, das freut mich, dass dir dieser Seefrosch gefällt. Ich finde ihn auch klasse. Wenn Tellman was macht, dann macht er das richtig gut. Ganz viele liebe Grüße an dich. Sonja Lichtinghagen hat auch zum Seefrosch geschrieben: Sehr schöne und dekorative Modelle würden sich toll an meinem Teich machen. Das mit Sicherheit, aber auf Dauer würde die Sonne diesen Frosch tatsächlich zerstören und die Farben würden auch ziemlich verblassen. Und wenn du Pech hast, wird das Ding von einem Reiher entführt. Ne? Der wird sich da beim drauf rumkauen ein abreiern, bis er es merkt, dass es kein echter ist, ne? So, Gerhard Dick hat zu den Kommentaren geschrieben: Grüß dich, Rupi. Ja, es sind schon ein paar neue Figuren dazugekommen. Bilder habe ich auch schon gemacht. Ich werde dich bald mal anschreiben per Instagram wegen Bilder schicken und so, weil ich habe wieder ein paar am Start. Liebe Grüße und bleib gesund. Ja, bleib du auch gesund. Ja, mittlerweile haben wir ja schon wieder ein Video zusammen gemacht. Also hat mir sehr gefallen. Wenn du weitere Updates hast, immer her damit, melde dich gerne bei mir. Können wir gerne machen. So, Leotech hat auch zum Seefrosch geschrieben: Und wo kann man ihn kaufen? Na, Leo, bei Tellman. Und Tellman hat auch schon geschrieben, ne? Bei Tellman direkt, also bei mir. Alles klar, ne? Dann weißt du Bescheid, Leotech. Grüßchen, Tellman. So, dann gehe ich noch mal ein Stückchen weiter nach oben. Die liebe Sonja K. hat geschrieben: Hallo Rupi, ich war zwar noch ein ganz junger Hüpfer, aber ich bilde mir ein, Achtung, hier kommt ein Karton, stammt aus dem Vorspann zur Rappelkiste mit Ratz und Rübe. Allerdings dachte ich immer, das wäre eine Anspielung auf Cartoon. Doch bei der Rappelkiste gab es meines Wissens gar keine Cartoons, so wie zum Beispiel bei der Maus. Ganz liebe Grüße an dich. So, und vielen lieben Dank für deinen Hinweis. Wusste ich gar nicht mehr, 0,0, aber ich habe mittlerweile gegoogelt, dank deines zweiten Kommentars hier, der Korrektur, habe gegoogelt, nix Rappelkiste. Und hier haben wir einen Verweis auf Wikipedia, da könnt ihr mal reingucken, falls euch interessiert, was es mit diesem, Achtung, hier kommt ein Karton, auf sich hat. Also ich musste beim ersten Mal schon wieder herzlich lachen, weil es einfach zu goldig ist. Übrigens, ich habe mir den Clip ein paar Mal angeschaut. Kann es das sein, dass die den Karton gar nicht auf das Mädchen draufschmeißen, sodass die im Karton drin sitzt, sondern kann es das sein, dass der Karton vor dem Mädchen landet? Also mir kommt es vor, als ob der Karton vor dem Mädchen landet und nicht auf dem Mädchen, über dem Mädchen. Kann mich da aber auch total täuschen. Sonja, auf jeden Fall vielen lieben Dank für deinen Hinweis. Großartig. So, dann haben wir hier, ach Gott, noch ein ganz altes Video: Dragons Toothless vs. Red Death Battle Pack. World of Kaijus hat geschrieben: Songname please. Das weiß ich beim besten Willen nicht mehr. Und sei mir nicht böse, wenn ich nicht extra nachgucke. Da haben wir hier eine gar fremde Sprache. Mal gucken, was SZ Jastak hier geschrieben hat. Ja, Google erkennt hier Polnisch und übersetzt endlich Freude haben. Schön, oder? Endlich Freude haben.
ja ganz viel Freude zurück, mein lieber SZ Jastak. Freude in your face und bleib gesund. Sonja Lichtinghagen hat nochmal zum Seefrosch geschrieben, was sollen die Kosten, sind richtig schön, wende dich ganz einfach an Tellman, der wird's dir sagen, okay? Aber lass dir sagen, das Ding ist jeden Cent wert. So, Pablo hat zu den Kommentaren geschrieben, hallo Rupi, hallo Pablo und nochmal, okay Rupi, danke für den Tipp, aha, habe ich da einen Tipp gegeben, ja, schön, wenn ich dir helfen konnte, nochmal, Grüße und es geht weiter. Pablo, nochmal. Ich bastel mir einfach Sachen und so bekomme ich gratis Sachen mit schon 75 Figuren. 75 gratis Figuren, die du dir gebastelt hast. Super, Pablo, bleib dran, du wirst ein Großer. Nochmal, Pablo, toll. Durchgestrichen war ein Scherz, Rupi. Das war ein Kommentar, den du geschrieben hast, ne? Ja, komm, dann kriegst du hier ein Scherzherzele und ein Scherzdaumen, Pablo. So, Dinosaur Artist hat zu Mattel Jurassic World Mosasaurus geschrieben. Was ist cooler, der Super Colossal T-Rex oder der Mosasaurus? Viele Grüße und cooles Video. Also ich muss ja sagen, ich finde sie beide cool. Würde mir auch sehr schwer fallen, mich da zu entscheiden, ganz ehrlich. Also ich sag mal, ein cooles Unentschieden, Dinosaur Artist. Ne? Ein cooles Unentschieden. Also, coole Grüßchen an dich. So, Pablo hat ja nochmal geschrieben zum Seefrosch. Ein echt schönes Modell. Dankeschön, Pablo. Da freut sich Tellman. So, dann machen wir hier weiter. Köpke Arts hat geschrieben zu dem Ecrixinatosaurus. Oh, wir sind bei 2 Wochen. Wir sind bei 2 Wochen. Ja, Wahnsinn. Ich finde das Modell gut und die Details sind super. Aber Rebor hat gerade angekündigt, dass sie noch 2 Repaints machen. Und ich finde beide nicht gut. Ja, ich habe die gesehen. Im Moment, finde ich, sieht es aus, als machen die sie nur, um mehr Geld zu verdienen. Ein schönes Video, liebe Grüße. Ja, natürlich machen die das, um noch ein bisschen mehr Kohle einzustreichen. Das ist doch logisch, Köpke Arzt. So, Timo Drachenberg hat zum gleichen Dino geschrieben. Ich freue mich so auf dein neues Dragons Heft Video. Ja Mann, danke schön, Timo. Mittlerweile ist es schon raus. Ich hoffe, du hattest ganz viel Spaß damit und es werden noch einige kommen. Christina Kreitler hat ebenfalls dazu geschrieben, der sieht echt super aus, ist mindestens genauso gut wie der Carnotaurus. Würde mich nicht wundern, wenn da noch farbliche Alternativen erscheinen. Tolles Video. Raphael hat drunter geschrieben, tun sie auch, inspiriert von Sideshows Carnotaurus, liebe Grüße. Vielen lieben Dank, Raphael, für deine Antwort an die liebe Christina. So, mittlerweile haben wir wieder einen Tag später. Als nächstes habe ich hier Tellman zum Ecrixinatosaurus. Hab gerade so daran gedacht, dass es bei diesem Hohlraum ein super Versteck für Geld oder Schmuck sein könnte. Zum Schutz vor Einbrechern. Deutschritter hat geantwortet, die Idee ist tatsächlich sehr gut, besonders in einer großen Sammlung. Aber wenn man nur diese eine Figur in der Sammlung hat, dann nehmen die Einbrecher die eventuell direkt bei Blickkontakt mit. So wie bei meiner Ex, was, die nur ein Buch auf dem Regal hatte, das war eine Spardose und so einsam überhaupt nicht auffällig. Ach du Schande. Ich hoffe, es war wenigstens nicht viel drin. Mann. Ja, krass. Grüßchen an euch zwei. Und hier, ja, komm, Deutschritter gleich nochmal. Ich hätte mir den Grün mit Hörnern gewünscht. Bei den Repaints ist tatsächlich ein Grüner mit braunen Flecken dabei. Ja, den kann man direkt angucken und der hat auch Hörner. Guck dir den mal an. Vielleicht gefällt der dir und es kommt ja auch der Säbelzahntiger jetzt endlich mal raus. Und zwar auch in einer Masters of the Universe Variante, nämlich grün mit orangefarbenen Streifen. Ja, dann kommt noch ein Säbelzahntiger in einem Schneeleopardenmuster und braun mit dunkelbraunen Streifen. Ja, Schneeleo und dieses Tigermuster finde ich klasse. Der grüne mit orangenen Streifen ist extrem gewöhnungsbedürftig. Ja, vor allem hat er halt orangefarbene Säbelzähne. Aber ja gut, wenn man es ein Weilchen anguckt, gewöhnt man sich auch daran. Also eigentlich eine nette Skulptur. Irgendwas mit den Augen und dem Gesicht gefällt mir nicht so ganz hundertprozentig. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber ja,
Ein Exemplar davon werde ich mir auf jeden Fall ins Haus holen. So, Kaffeebones hat geschrieben zum Night Terror. Die Viecher sind wie vom Erdboden verschluckt, nirgends zu finden, aber liegt wahrscheinlich daran, dass sie nachtaktiv sind. Ja, auch eine Idee, ne? Sehr schön, Kaffeebones. Danke für den Kommentar. So, Eldrador Creatures, die Mini-Creatures. Wo kann man die kaufen? In dem Moment, wo ich dieses Video aufnehme, noch nicht, aber ab Anfang Juli müsstest du die dann wirklich überall in jedem Laden kriegen. Ne? Der Laden, wo ich die gekriegt habe, der hatte die extra zum Verkaufsstart oder zum Vorverkaufsstart bekommen. Da kriegt man es aber mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr. Zumindest nicht die Läden, wo ich reingeschaut habe. Ne? Hier, Grüßchen. Safi Eihan hat zu den Turtles und Co. geschrieben, ja klar, bei der Geierschildkröte angeleuchtet und dann wieder die UV-Lampe weggemacht, dann war das wieder grün. Ja, wie auch immer, Grüßchen. Goat Simulator hat hier geschrieben, so cool, ich hätte gerne den Blue. Ach, das waren die Maxi-Eier, ne? Die sind wirklich klasse gewesen. Also das könnten Sie gerne mal wieder machen, die Damen und Herren. Die Ü-Eier waren Weltklasse, absolut empfehlenswert, aber du kriegst sie auf jeden Fall noch online. Ne? Guck im großen, bekannten Online-Auktionshaus, da kriegst du die hin und wieder angeboten. Also so selten sind die nicht. Ich drück dir die Daumen. Ne? So, Timo Drachenberg hat ebenfalls zu dem Rebor Ecrixinatosaurus geschrieben, ich habe schön mein neues Dragons Magazin bekommen. Das freut mich, dass du das schön bekommen hast. Nicole Rüsen hat zu Gremlin Ultimate Gizmo geschrieben, Vorsicht beim Drehen bei Neckar-Figuren, ja, die Gelenke und so weiter brechen schnell und lassen sich nicht kleben, Grüße Frank. Ja, das weiß ich, aber ich danke dir für deinen Hinweis. Das ist ein allgemeines Neckar-Problem, ne? Vor allem, weil immer Farbe in den Gelenken sitzt und ja, übel, man braucht da meistens warmes Wasser, damit man das einigermaßen hinkriegt, aber ja, allgemein Neckar-Figuren, Vorsicht. So, Telefon, Augenblick, gleich geht's weiter. Ja, leider geht's hier an dieser Stelle nicht mehr weiter. Ein Anruf kann alles verändern. Ja, ich sag nur Gärten, ich sag nur viel zu tun und ja, da steht uns in nächster Zeit einiges bevor. Jo, das würde ich sagen, war's an dieser Stelle. Leute, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Kommentare. Ich hoffe, ich konnte hier noch ein paar Sachen beantworten. Wie schon gesagt, falls jetzt längere Zeit keine ich antworte auf eure Kommentare, Videos mehr kommen, seht's mir nach. Ich werde es zeitlich wahrscheinlich eher nicht schaffen. Videos gucke ich so gut's geht, denn ja, es macht mir halt wahnsinnig Spaß. Genauso auch wie eure Kommentare. Aber ja, irgendwo muss ich halt den Schnitt ansetzen und sobald ihr seht, dass ihr einen Daumen nach oben bekommt oder auf jeden Fall ein Herzele, dann wisst ihr, ich habe eure Kommentare gelesen. Vielen lieben Dank dafür. Wir sehen und hören uns in irgendeinem anderen Video wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen, fürs Reinhören. Bleibt gesund, weiterhin ganz viel Spaß beim Sammeln oder bei was auch immer ihr euren Spaß findet. Ich sage ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal, euer Rupi. Yay! Yeah.